Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Einen schönen guten Morgen, hier ist der Achim und das ist der Geek Talk Daily für Donnerstag, den 22. Juni. Heute dabei Uber, Spotify, Amazon, Nike, Snapchat und natürlich Pokémon Go. Beginnen wir mit Uber, denn dort ist jetzt Travis Kalanick. Ich weiß nicht, ob man ihn so korrekt ausspricht, aber sagen wir einfach mal der Travis. Der ist der CEO von Uber gewesen, denn der ist zurückgetreten. Der hatte auch schon ganz schön Wind ins Gesicht bekommen, auch in Sachen Sexismus und allem Möglichen. Der Vorstand war halt auch nicht mehr für ihn und ja, er ist jetzt zurückgetreten, hat aber immer noch einen Sitz im Board von Uber und ihm gehören auch immer noch ein Großteil der Aktien mit Stimmrechten. Also, der ist zwar von der Front erstmal weg, hat aber immer noch irgendwo ein Mitspracherecht bei der Firma. Nächstes Thema, Spotify. Spotify hat jetzt Gruppen-Playlisten für den Facebook Messenger angekündigt. Man kann also im Facebook Messenger gemeinsam in der Gruppe an einer Playlist arbeiten. Prinzipiell eine schöne Sache, schöne Integration. Bin gespannt, ob es auch wirklich gut und rund funktioniert und ob es dann auch von Leuten eingesetzt wird. Amazon. Amazon hat jetzt einen Deal bekannt gegeben und wird beginnen, Nike-Schuhe direkt auf Amazon zu verkaufen. Klingt erstmal nicht so wild, denn ja, also Nike-Schuhe kann ich auch jetzt auf Amazon kaufen, aber das sind dann immer Dritthändler, die mir diese verkaufen und nicht Nike direkt. Und das ändert sich, denn Nike wird dann direkt auf Amazon verkaufen. Bislang haben sie das in Amerika über Zappos.com gemacht. Das ist eine Firma, die von Amazon übernommen wurde, die eigentlich im Großen und Ganzen eigentlich nur Schuhe verkauft. Aber jetzt sind Nike ja halt keine Grenzen mehr gesetzt. Direkt auf der Plattform kann alles raus. Und damit sind sie jetzt auf einer Linie auch mit Adidas und Under Armour, die das bereits auf Amazon machen. Und jetzt noch zwei Updates für zwei Apps, die mir persönlich sehr nahe stehen. Das erste Update ist von Snapchat. Dort gibt es nun eine Weltkarte. Wenn man also Snapchat startet, dann ist man ja direkt in dem Kameramodus. Und wenn man dort jetzt mit zwei Fingern rauszoomt, dann bekommt man eine Weltkarte angezeigt. Also erstmal nur ein Stück davon. Man kann auch angeben, ob man als Geistmodus die Karte nutzen will oder ob man seine Location seinen Freunden mitteilen möchte. Und dann sieht man dort seine Snapchat-Freunde, wo die sich gerade befinden. Und noch interessanter natürlich, man sieht lokale Stories auf der gesamten Welt. Man tippt einfach drauf und sieht dann, was dort passiert. Ganz tolles Feature, macht auf jeden Fall Spaß, man kann sich ein bisschen umschauen und wie gesagt, wenn die Freunde halt auch ihren Standort freigeben, ist das eigentlich auch ganz nett und nützlich, wie ich finde. Und zu guter Letzt, natürlich haben wir natürlich auch wieder heute Pokémon Go dabei, denn wie gestern schon vermutet, sind jetzt die Updates für die Apps raus, sprich für Android und iOS. Für Android hat am Mittwoch schon im Verlauf des Tages die APK die Runde gemacht in den diversen Pokémon Go Gruppen und abends war es dann soweit. Auch die iOS-Version war problemlos im App Store runterladbar, genau wie natürlich dann ja auch die Android-Version im Play Store von Google. Und nach der Installation sieht man nun die neuen Arenen, die so ein bisschen plastischer sind, aber wenn man drauf tippt, steht dort immer noch, Arenen sind noch im Bau. Also da wird noch weiter dran gearbeitet. Aber man kann ganz normal weiterspielen und man sieht in seinem Profil nun auch die Arena-Medaille, wo wir dann sehen müssen, was damit wirklich passiert, wie einzusetzen ist. Und wenn man sich ein bisschen weiter im Netz umguckt, dann findet man auch Informationen, dass diverse Arenen in Testphasen freigeschaltet werden. Beispielsweise gibt es in Hamburg zwei Arenen, die sind aktiv, an denen kann man dann diese Raid-Kämpfe, die jetzt neu sind, betreiben und sich so ein bisschen reinarbeiten in die neue Materie. Und für alle anderen bedeutet das erstmal nochmal ein bisschen abwarten, genau wie für mich auch. Aber eventuell gibt es ja schon wieder morgen neue Pokémon Go News.
Entschuldigung, neue Pokémon Go News. Ja, und damit ist es das auch für heute. Relativ überschaubar. Ich wünsche euch einen guten Start in den Donnerstag. Habt einen erfolgreichen Tag und ich hoffe, wir hören uns zum Wochenende am Freitag nochmal wieder zum Geek Talk Daily. Also, bis dann. Ciao, ciao. Hört mehr Geek Talk.